Den Aufstiegsspiel, das hat den wahnsinnig gewurmt, logischerweise. Aber jetzt dann rechtzeitig zum Auftakt in Liga 1 ist er wieder dabei. Und das ist eine wichtige Stütze beim VfL Bochum. Marius Wolf hat die Möglichkeit zu zeigen. Marco Rose, sehe mich schon auch in der ersten Elf. Auf welcher Position dann immer. Eine seiner großen Stärken oder seiner großen, seines großen. Stark am Ball, beweist das hier. Holtmann mit Tempo. Schnellster Spieler der zweiten Liga. Überzahl für Bochum. Mit dem Mittelstürmer Steffen Tigges. Ganz ähnlich sieht es bei den Bochumern aus. Da kommt über den linken Flügel jetzt Hartwig. Gutes Zusammenspiel mit Pantovic. Der verfindet, aber dann soll er nicht. Das passt alles noch nicht so. Kann es auch noch nicht. Nach so kurzer Zeit. Abspielfehler muss man dann dem einen oder anderen mal zugestehen. Will ich zum Bundesliga-Starter nochmal anders aussehen. Jetzt allerdings erstmal die Intensität noch nicht so hoch wie sie beim Regionalligisten. Aber klar, erstes Spiel für Dortmund, aber nur 2:0. Zoller nimmt den jungen Hartwig mit. Hartwig im 1 gegen 1. Etwas unentschlossen wirkte das für mich. Okay. Pantovic. Reingabe bei Maloney. Von den Verteidiger Sieger. Na gut. Kurze Orientierung verloren, Ball aus den Augen verloren. Maloney hilft. Ja. Und wieder. Hoch stehen sie dort, oder ganz hoch. Zwingen Riemann zum weiten Ball und dann ist Maloney natürlich kopfballmäßig im Vorteil gegen Simon Zoller. Jetzt hat er ihn gefunden, lieber Rainer. Also das sieht schon sehr auch nach trainierten, zumindest mal abgesprochenen Abläufen aus.